So, vielen Dank, Frau Schwarzer, für diesen doch nicht missverständlichen Vortrag, kann man wohl sagen. Und Frau Schwarzer hat in einem Vorgespräch mit ihr, sie hat auch uns angemahnt, dass wir natürlich auch eine Schutzfunktion an der Universität haben, wenn es um Fundamentalismus geht, ganz egal von welcher Seite, dass wir auch unsere Studierenden natürlich darauf vorbereiten müssen. Also ich denke, eine Universität ist ein Ort, der in seinen Curricula all das verankert hat, was ein aufgeklärter Mensch braucht, um sich von oder für oder gegen Vereinnahmung auch zu wehren, diskursiv auseinanderzusetzen und auch so etwas zu erkennen. Ich glaube, die Universität ist der richtige Ort, um sich damit auch auseinanderzusetzen und es auch einzuschätzen. Diese kleine Bemerkung von meiner Seite zur Academia, bevor ich etwas vergesse und hinterher bei der Vergesslichkeit geziehen werde, möchte ich noch darauf hinweisen, es gibt zu dem letztjährigen Vortrag von Peter Schollatour die Schriftenreihe der Mercator-Professur, können Sie im Foyer dort die Exemplare finden hinterher. Außerdem möchte ich auch noch organisatorisch darauf hinweisen, dass auf vielfachen Wunsch von Ihnen hinterher auch die Gelegenheit gegeben ist, Frau Schwarzer hat dem zugestimmt, dass Ihre Schriften auch im Büchertisch signiert werden können. Also da wird hinterher bis 7 Uhr dann auch noch Zeit sein. Aber erstmal haben wir Zeit zur Diskussion. Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Wir haben ausreichend Gelegenheit, Sie zu Wort kommen zu lassen. Und ich bitte Sie, sich deutlich zu melden, dass ich Sie auch erkenne. Und ich werde versuchen, es geht, soweit es geht, möglichst viele von Ihnen auch dranzunehmen. Es sind zwei Mikrofone. Oder wie viel haben wir im Umlauf? 1, 2, 3, 4. Dort sehen Sie das an den Gängen. Und deswegen halten Sie nochmal hoch die Mikrofone, damit sich jeder sieht. Und Frau Schwarzer, Sie haben sich ein bisschen Atem geschöpft wieder. Sie sind wieder fit für die Diskussion jetzt? Ja, gut, okay. Dann erlaube ich mir einfach, die Fragerunde zu starten. Wer möchte sich melden? Fangen wir hier vorne ganz rechts an. Ja, bitte da. Ja, Frau Schwarzer, ich habe eine Frage und zwar die Frauen, die muslimischen... Wenn jetzt Sie würden aufstehen, dann sieht man auch, wer spricht. Frau Schwarzer, ich habe eine Frage und zwar die muslimischen Frauen stecken ja in einem großen Dilemma. Wenn sie ein selbstbestimmtes Leben führen, dann bedeutet das ja meistens auch einen Bruch mit der gesamten Familie. Gibt es da von Ihrer Seite Lösungsansätze, wie die Frauen das überwinden können? Ja, ich denke, das gilt keinesfalls für alle Familien, aber natürlich Mädchen und Frauen, die in stark traditionellen orthodoxen Familien sind, da haben Sie ganz recht. Das hat man ja zum Beispiel in den Schriften unter anderem von Necla Kelek sehr genau lesen können. Die riskieren auch sozusagen ihre emotionale Heimat zu verlieren. Denen droht Liebesverlust. Man muss keine Muslimin sein, um zu wissen, wie gewaltig die Drohung des Liebesverlustes ist. Nicht nur meine Generation, wir alle auch in unserer Gesellschaft erkämpfen uns bis heute immer wieder Freiheiten mit Liebesverlust. Aber das in der Tat, oder mit drohendem Liebesverlust, manchmal wären wir anschließend mehr geliebt als vorher, aber in traditionellen oder gar, wie gesagt, orthodoxen, reden wir nicht von islamistischen Zusammenhängen, ist dieses ein ernstes Problem. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, dass ich zwar seit 20 Jahren zu den Kräften gehöre, die zusammen mit Muslimen versuchen, was die elementarsten Menschenrechte angeht, Gesetze zu schaffen, also gegen Zwangsverheiratung und dass man Mädchen nicht einfach in Urlaub in die Türkei schicken kann und sie kommen nicht zurück und werden da plötzlich verheiratet an den Cousin und so weiter, gegen Aufklärung, gegen Gewalt in die Familie, offensive Angebote für Frauen, die ins Land gekommen sind und kaum ein Wort Deutsch sprechen und ja nicht wie die Männer im Berufsprozess sind, ja, offensive Angebote des Deutschunterrichtes und überhaupt auch der Solidarität, also da sind wir natürlich in die Pflicht genommen, das ist klar. Und dasselbe gilt aber natürlich auch
für fortschrittliche Männer aus dem muslimischen Kulturkreis, die das Gebot der Solidarität des Schweigens gebrochen haben, nicht? Also wir korrespondieren zum Beispiel bei Emma öfter mit der alevitischen Gemeinde in Köln, ja, die Positionen vertreten, so wie wir sie vertreten, unterscheiden sich, und das sind gläubige Muslime, ja, also da geht es quer durch, das ist nicht nur eine Frage des Geschlechts. Vielen Dank. Weitere Meldungen? Hier vorne, der junge Mann, wenn Sie hier da, links von Ihnen, Entschuldigung, da. Mit dem gestreiften Pullover. Ja. Vielen Dank. Zuerst mal vielen Dank für Ihren Vortrag, Frau Schwarzer. Jetzt habe ich nur noch eine Frage nach Ihrem Vortrag. Wo ist der Unterschied zwischen Islam und Islamismus? Sie haben es ja im Voraus gesagt, dass Sie eine klare Trennung zwischen Islam und Islamismus machen. Aus diesem Vortrag ist es mir aber nicht so ganz ersichtlich. Ja, da füge ich gerne noch einen Satz dazu. Der Islam ist der Glaube, ist die Religion. Und der Islamismus, und das ist der jetzt weltweite Sprachgebrauch, ja, ist die Politisierung dieser Religion. Ja, ist, dass man die Religion zum Gesetz macht, dass man weltweit missioniert und so weiter, ist die Politisierung. Sie wissen schon, Sie werden auch selber, also genug Menschen kennen, die ganz einfach Muslime sind, und sie sind gläubig oder nicht, aber die sind Muslime, na und, ja. So gibt es ein paar andere Gewohnheiten, und es gibt Militante, für die ein ganzes Weltbild, eine ganze Lebensordnung damit verbunden ist, und die auch möchten, dass das zwingend wird. Für Muslime und gerne auch für alle anderen, die auch solche werden sollten. Aber darüber gibt es genug Schriften, und ich glaube, Sie haben mich schon verstanden. Aber Ihnen liegt daran, dass ich das nochmal präzisiere. Das tue ich gerne. Okay. Weitere Meldungen? Gut, hier vorne. Ganz vorne, zwei, drei hier, wenn Sie hier vorne. Ja, ich mache gleich. Ich gehe gleich so rum, Sie kommen, nicht? Also ich gehe im Kreis, und deswegen kommen Sie dann gleich auch dran. Ja, hallo Frau Schwarzer, auch von mir erstmal herzlichen Glückwunsch zur Professur. Ich habe eine Frage, und zwar, um mit der Frage einzuleiten, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass ich halt seit einigen Jahren Antirassismusarbeit mache und bin Antirassismusarbeit, Antirassismus-Trainings, Antirassismus-Seminare. Und während meiner Arbeit ist mir klar geworden, dass dieses Unterdrückungssystem des Rassismus auch Parallelen, wenn nicht sogar extreme Ähnlichkeiten zum Sexismus und zum Klassismus hat. Somit musste ich mich als Mann türkischer Herkunft, islamischer Herkunft, auch irgendwo mit Sexismus, Feminismus beschäftigen. Jetzt meine Frage an Sie, da diese Unterdrückungssysteme ja sich ähnlich gleichen und dass auf beiden Seiten Mächte, also Definitionsmächte und Ohnmächte hervorgerufen werden, wollte ich mal fragen, inwieweit Sie sich schon als weiße Frau in diesem System identifiziert und lokalisiert haben. Ja, wissen Sie, das spielt eigentlich, wenn ich nachts durch den Park gehe, und nicht nur, weil es dunkel ist, keine Rolle, ob ich weiß oder dunkel bin. Also ich bin eine Frau, und das Frausein bedeutet für uns Frauen auf der Welt in sehr viel mehr Punkten, als uns das lieb sein kann, das Gleiche. Ich erinnere mich an eine Studie, und dann antworte ich Ihnen auf Ihre Frage. Ich erinnere mich an eine Studie vor bestimmt schon 20 Jahre her in Amerika, eine Traumforschung, eine ganz große Feldforschung. Und da haben die Forscher und Forscherinnen zu ihrer Überraschung festgestellt, dass sich die Träume, ach, das war sogar weltweit, ein weltweites Projekt, die Träume weißer amerikanischer Frauen und australischer Ureinwohner stärker gleichen als die Träume weißer amerikanischer Frauen und weißer amerikanischer Männer. Also ich will sagen, Sie wissen, die mit diesem tollen Musikinstrument, ne? Ich will sagen, es gibt ja, der Feminismus ist ja nicht nur ein Aktionsprogramm und ein Lebensgefühl, es ist ja auch eine Theorie. Ich gehöre zur Pioniergeneration der zweiten Frauenbewegung. Die erste ist gestartet vor 150 Jahren. Ja? Und in diesen 150 Jahren haben die Feministinnen, ganz wie der Marxismus, eine Theorie entwickelt. Und diese Theorie besagt, dazu gibt es auch im neueren Feminismus sehr interessante Schriften, wenn Sie mir nachher Ihre Adresse geben, gebe ich Ihnen gerne ein paar Literaturhinweise. Sehr gerne. Besagt, dass es selbstverständlich frappante strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Rassismus,
Antisemitismus und Sexismus gibt. Immer hat der eine die Definitionsmacht und sagt, du bist der andere. Und das bedeutet auch etwas für das Machtverhältnis. Und Feministinnen meiner Tradition haben das immer in einem Atemzug genannt. Sexismus, Antisemitismus, Rassismus. Wir hier in Deutschland sind natürlich aufgrund unserer Geschichte noch mal ganz besonders sensibilisiert für den Antisemitismus. Und es ist vermutlich kein Zufall, dass im Ausland, auch in Amerika und Frankreich, unter den führenden Feministinnen so viele Jüdinnen sind, die eben von der doppelten Problematik betroffen sind. Und ich will Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel geben. Sie sind zu jung, um das erlebt zu haben. Ich erinnere mich, als wir in Emma 1977, wirklich 1977, manchmal muss ich vor uns selbst den Hut ziehen, wie früh wir das immer alles gemacht haben, den ersten Artikel über die Klitorisverstümmelung brachten. Ja? Hier, das gibt es, so passiert das und da können wir nicht weggucken. Kriegten wir damals übrigens Waschkörbe von Briefen von erschütterten Frauen und viele der Frauen, wo sie sagen, sie als weiße Europäerin, haben sofort begriffen, haben die Parallele gezogen zu ihrer psychischen Verstümmelung, ja, der Sexualität, die natürlich nicht direkt, man kann die Parallele ziehen, aber es ist noch nicht dasselbe wie diese grausame körperliche Verstümmelung. Und übrigens, wir haben dann auch mehr und mehr berichtet und kamen dann darauf, dass bis zu Anfang des Jahrhunderts auch Europäerinnen die Klitoris entfernt wurden bei bestimmten Diagnosen, wie zum Beispiel Hysterie oder so. Ja? Also, gut. Also wir sehen, es liegt alles ganz dicht beieinander. Und damals wurden Feministinnen wie ich sehr angegriffen. Und es wurde uns gesagt, wir schreiben das Jahr 1977, was fällt euch ein, euch da einzumischen? Dieses sind andere Sitten und ihr als weiße, privilegierte, europäische, weiß nicht was, zweibeinige, zweihändige, gut sehende, gut hörende Feministin, solltet euch da raushalten. Das geht euch gar nichts an. Da haben wir gesagt, Moment mal, das geht uns sehr wohl was an. Und sehr schnell wurde auch eine Brücke geschlagen zwischen den Feministinnen der ersten Welt und den Feministinnen in den besonders betroffenen Ländern, in den afrikanischen Ländern. Und wir haben zusammen eine Menge erreicht. Ja? Also das dazu. Mir ist völlig bewusst, dass es mir anders geht als einer Frau heute im Sudan. Oder ich rede gar nicht von einer Frau im Iran oder in Afghanistan. Da muss ich dann gleich anfangen zu weinen. Das will ich gar nicht so. Das kann man überhaupt nicht in einem Atemzug nennen. Aber da, wo Frauen auch nur halbwegs in Freiheit sind, haben wir sehr viel gemeinsam und tun wir gut daran, ohne die Unterschiede zu verschleiern. Denn die Verschleierung von Unterschied bedeutet ja immer der Versuch der Manipulation, zusammenzugehen. Ich hoffe, das war eine Antwort auf Ihre Frage. Okay, wir müssen noch ein bisschen weitergehen mit den Fragen. Die Mikrofon macht, gehen wir jetzt etwas weiter. Jetzt gehen wir in die linke Seite. Wer hatte sich dort gemeldet? Gut, die Dame, ja bitte. Also ich gehöre auch zu der sogenannten zweiten Frauenbewegung. Ich bin 62. Entschuldigung, und, ich sehe. Und ich bin seit Jahrzehnten Chefin am Landgericht und habe sehr viel auch mit Gerichtsprozessen ausländischer Mitbürger zu tun. Was ich kritisiere, sind die deutschen Richter, wo immer auf die kulturellen Hintergründe Rücksicht genommen wird. Gesetz ist Gesetz, egal wen es betrifft. Und wer hier lebt, ob Ausländer oder Deutsche, hat sich an die Gesetze des Landes, in dem er lebt, zu halten. Und da kann ich keine Rücksicht nehmen auf kulturelle Hintergründe, was besonders bei Frauen zu tragen kommt. Und ich mache seit mehreren Jahren Leseförderung mit Migrantenkindern. Und diese Eltern dieser Kinder sind daran interessiert, dass ihre Kinder hier leben, Deutsch lernen. Und eins meiner Mädchen, die Eltern haben allen Kindern deutsche Namen gegeben. Ein Mädchen heißt Rosa, der Bruder heißt Robin, weil die Mutter sagt, wir leben in Deutschland, sprich Deutsch. Und ich denke, wenn viele ausländische Familien, die nicht so sehr gläubig sind,
so denken, denn nicht alle Deutsche sind christlich und gläubig. Ich habe damals in eine streng konservative katholische Familie geheiratet. Die waren so schwarz, sie warfen im Keller noch einen Schatten. Und gut, das war jetzt ein Statement. Ihre Frage, bitteschön. Und ich denke, die Gesellschaft muss einfach mehr umdenken. Ja, das, darauf gibt es eigentlich gar nichts zu antworten, aber ich will da einen Fall nennen, der ganz in der Erfahrung liegt, die Sie benennen, und der ganz aufschlussreich ist, auch im Verhalten, in Bezug auf das Verhalten der Medien. Wir alle wissen, dass die Justiz großen Nachholbedarf hat, was das angeht. Ich erinnere, aber auch die Medien haben diesen gewaltigen Nachholbedarf. Vor allem auch die Medien, die sich für fortschrittlich halten. Vor etwa 10 Jahren gab es einen Fall in Krefeld. Da ist eine Wohnung sichtbar, also Brandstiftung, kriminelle Brandstiftung. Und in dieser Wohnung ist eine Türkin mit ihrer Tochter verbrannt. Verständlicherweise war die Empörung groß. Ich erinnere mich an riesige Schlagzeilen in der Taz und so weiter. Ja, Rassismus und also auf allen Wellen große Aufregung über diese, war wohl kurz vorher, war auch schon was gewesen. Wir erinnern uns an den furchtbaren Attentat in Solingen, wo etliche Menschen verbrannt sind. Also Rassismus und was soll nur aus Deutschland werden? Wir müssen etwas tun, Selbstbedienung und so weiter. Nach ein paar Tagen stellte sich raus, dass es der Ehemann gewesen war, der die Wohnung angesteckt hatte, weil seine Frau sich von ihm trennen wollte. So, auch das kommt vor. Und was war nun? Schweigen. Niemand mehr hat sich empört. Bei der Gelegenheit lassen Sie mich darauf aufmerksam machen, dass jemand wie mir natürlich ultra bewusst ist, dass das, was im türkischen oder im muslimischen Kulturraum Ehrenmord genannt wird und jetzt in hohen Tönen und zu Recht von der anderen Seite scharf verurteilt wird, das ist bei uns das Familiendrama. Das können Sie manchmal lesen. Da steht dann Familiendrama. Ja, Familiendrama, was ist das? Ein Drama ist vom Himmel gefallen. Das Schicksal hat wieder zugeschlagen. Wenn man das dann liest, was ist es? Ein ausgeflippter Vater, der entweder das Gesicht verloren hatte, die Stelle, oder die Frau wollte sich trennen, das ist meistens so und so weiter. Und dann ist er ausgeflippt und da eben auch nicht nur Muslime, sondern durchaus Männer christlicher Prägung oft noch in dem Wahn sind, ihre Frauen und Kinder wären ihr Besitz und eher sollen sie sterben, als dass sie gehen, entsteht dann das Familiendrama, was auf muslimisch Ehrenmord heißt. Der einzige Unterschied, der ist allerdings schon beachtenswert, ist, dass der muslimische Ehrenmord nach unserer Erfahrung in den meisten Fällen immer noch Angelegenheit einer ganzen Familie oder eines Clans ist. Übrigens nicht selten eigentlich gegen den Widerstand des Täters, der auch ein tragisches Opfer ist, aber eben auch zum Täter wird. Da wird manchmal Söhnen etwas befohlen, wie in diesem sehr guten Film, wie heißt er, die andere, glaube ich, oder der, wie hieß er? Die Fremde. Sehr empfehlenswert, da sehen wir diese Kette vom anatolischen Großvater bis nach Berlin über den Vater bis zum verzweifelten Sohn, der seine Schwester umbringt. Das mag durchaus manchmal so sein. Ja, da gibt es also immer noch die Komplizität von Familien und Clans. Bei uns ist immerhin der Ausführende des Familiendramas doch in der Regel ein ausgeflippter Alleintäter. Das ist schon ein Fortschritt, aber in beiden Fällen sind die Frauen und Kinder tot. Okay, über diesen Fortschritt. Hier vorne bitte jetzt. Ich arbeite mich dann so rum. 1, 2, 3. Können Sie mich hören? Ja. Frau Schwarzer, ich hätte mal eine Frage zur ersten Frage, eine detailliertere Antwort auf, wie das praktisch vor sich gehen soll, wenn eine Frau, wie da oben geäußert wurde oder gefragt wurde, sich aus diesem Teufelskreis verabschieden möchte. Ja, wie das praktisch vor sich geht. Ja, Sie, ja, sprachen sehr groß von Liebesentzug. Ja, ich kann jetzt gerne, aber wenn Sie das jetzt nicht selber dringend wissen muss, ich möchte die Zeit dafür nicht rauben. Es gibt Notrufe, es gibt sicherlich auch in Essen, das können Sie sehr schnell erfahren, Notrufe für Mädchen und Frauen.
Das gilt auch für nicht-muslimische, aber es gibt spezielle Stellen auch für muslimische. Es gibt sicherlich inzwischen auch eine Sensibilisierung, denke ich doch hoffentlich, an den Schulen, wo ein Mädchen, das vielleicht befürchtet, es kommt aus den Ferien nicht zurück, sich an die Lehrerin oder den Lehrer wenden kann. Es gibt bestimmte Strukturen, wo man solche Mädchen und Frauen heute auffangen kann. Ja? Okay. Da oben ist das Mikro jetzt, ja? Ja, Frau Schwarzer, zu Beginn Ihres Vortrages sprachen Sie von kritikloser Fremdenliebe der Nachkriegsgeneration, also der Kinder und Enkelkinder der Kriegsgeneration im Vergleich zur offensichtlichen Fremdenverachtung im Dritten Reich. Meine Frage, Sie sind dann leider nicht näher darauf eingegangen, worauf basiert diese These? Und dann sprachen Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass das im Grunde genommen auch eine Art der Fremdenverachtung sei. Da würde ich gerne noch Näheres von Ihnen hören zu dieser These. Ja, ganz so allein stehe ich mit der These nicht. Da gibt es aus den letzten Jahren durchaus etliche Publikationen. Da können Sie bei der EMMA-Redaktion nachhören. Ich antworte gerne drauf. In der Tat, Fremdenliebe ist so unangebracht wie Fremdenhass und ist eigentlich nur die andere Seite der Medaille. Wissen Sie, auch ein Muslim, eine Muslimin ist ein Mensch. Und Sie haben denen nicht mit gönnerhaftem Verständnis zu begegnen. Das ist Fremdenliebe. Aber es ist eben anders. Bei denen ist es eben so. Das sind eben die Sitten. Da darf man sich eben nicht einmischen. Einmischen tut man sich ja sowieso nicht gern. Ja? Sondern da haben sie einfach in Augenhöhe zu verkehren. Und das, was sie für sich und ihre Schwester, ihre Freundin, ihre Mutter wichtig finden und elementar, das sollte auch einer Muslimin zustehen. Das ist, ich denke, man soll Respekt voneinander haben. Ich hoffe, damit ist Ihre Frage beantwortet. Wir haben jetzt in der letzten Reihe das Mikrofon. Bitte, Herr. Ja, Peter Krumpholz, Rhein-Ruhr-Institut an der Universität Duisburg-Essen hier. Ich bin auch Mitglied übrigens des Beirates der Moschee in Duisburg-Marxloh. Ich möchte Ihnen in vielen Punkten zustimmen und mich auch bedanken für die klaren Worte, die Sie gefunden haben. Ich könnte Ihnen noch einiges über die Interne auch erzählen, die das etwas anders in einem etwas anderen Licht noch erscheinen lassen würden, dass das sehr notwendig ist, so klar und deutlich in dieser Sache Stellung zu beziehen. Aber ich möchte Ihnen lieber in einem Punkt widersprechen, weil ich das spannender finde. Und das ist der Punkt, dass Sie gesagt haben, Sie haben zwischen Religion, zwischen Islam und Islamismus unterschieden und haben für meine Begriffe ein wenig zu sehr die Religion entlastet. Das ist sehr freundlich für Sie als politische Publizistin, dass Sie die Übel eher in der Politik, im Machtstreben sehen. Aber ich glaube, Religion darf man nicht so entlasten, weil die Art und Weise, wie jemand glaubt, hat unmittelbaren Ausfluss darauf, wie jemand politisch handelt auch. Oder zumindest mittelbaren. Selbst wenn man nur an das Jenseits glaubt und im Jenseits erlöst wird, mag das einen davor bewahren, dass man überzogene, maßlose Forderungen hier für das Diesseits stellt. Aber ich habe eine Befragung unter den Jugendlichen in Duisburg und jungen Erwachsenen gemacht, die zeigt doch, dass eine Mehrheit der Jugendlichen nicht daran glaubt, dass alle Menschen vor Gott gleich sind, sondern sie glauben, ein Drittel der Jugendlichen glaubt daran, dass es einen Gott für ihr Volk gibt. Also, dass sie einen besonderen Draht zum Willen Gottes haben und das auch erklären können und dass das politisch mit zusammenhängt. Ich glaube, muslimische Jugendliche oder allgemein? Sowohl muslimische Jugendliche glauben das, als übrigens auch viele sogenannte autochthone Jugendliche oder angeblich ohne Migrationshintergrund Jugendliche. Und ich glaube, dass auch Aufklärung über die politischen Implikationen der Religion sehr wichtig ist. Wir dürfen nicht Fremden liebend, fremdenfreundlich gegenüber der Religion sein. Auch das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und mich würde interessieren, ob Sie spezifisch religiöse Motive auch von Gewalt sehen. Zum Beispiel Pitt könnte man ja ganz einfach sagen, der Katholik glaubt, Gott ist ganz Mensch geworden, wir dürfen in die Natur gar nicht eingreifen. Vielleicht hat der Glaube der Inkarnation etwas damit zu tun, dass man den Zellhaufen schon als etwas Heiliges betrachtet. Ich finde, wir müssen die Motive ernst nehmen. Nehmen Sie sie wirklich ernst oder sind Sie zu nett zur Religion? Ja, da haben Sie den Finger auf einen wunden Punkt gelegt, auf einen heiklen. Das ist eine sehr interessante Frage. Also zum allerletzten, was Sie gesagt haben, habe ich einfach schon mal die Antwort. Ich bin für die strikte Trennung von Glauben und Staat. Punkt. Ich bin dafür, dass in Deutschland jeder glauben kann, was er möchte und auch die Möglichkeit, sofern sie
nicht gegen unsere Gesetze verstößt und gegen unsere Prinzipien zur Ausübung seines Glaubens hat. Und das möchte ich zu beitragen, das zu garantieren. Aber das hat sich nicht in Gesetz niederzuschlagen. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, ich gebe zu, auch ich halte es ein bisschen, dass ich ganz einfach sage, wissen Sie, ich rede hier nicht über Islam, ich rede über Islamismus, Punkt, für eine Hilfskonstruktion. Wir sehen, dass das immer schwieriger wird, weil ja der politisierte Islam im Namen des Glaubens redet und den Glauben politisiert hat. Also wir wissen aus Umfragen, ich habe die Zahlen jetzt nicht so in der Tasche und sie fliegen uns ja eh am Ohren vorbei, aus Umfragen, dass sich zum Beispiel die Selbsteinschätzung von Jugendlichen aus dem muslimischen Kulturkreis, ich formuliere es mal so, in Bezug auf ihre Religiosität in den letzten Jahren rasant geändert hat. Und die Religiosität gestiegen ist, dass immer mehr sagen, ich bin gläubig, sehr gläubig und dieses verbinden mit einem bestimmten Verständnis der Ausübung des Glaubens. Aber dass diese Unterscheidung immer schwieriger wird, hat wiederum meiner Meinung nach mit der Politisierung des Islams zu tun. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bevormunde ungern andere. Und ich möchte als Mensch aus dem christlichen Kulturkreis, der auch über eine Menge Probleme reden kann, den vielen, vielen, vielen Millionen, es sind glaube ich 100 Millionen, auf jeden Fall wahnsinnig viele Menschen auf dieser Welt, ja, die sich als Muslimin und Muslime verstehen, nicht mit erhobenem Zeigefinger begegnen. Ich meine, es ist ihre Sache und ich möchte dazu beitragen, dass in der islamischen Community nicht mehr das Gesetz des Schweigens und der Solidarität, danke, um jeden Preis herrscht, sondern dass auch die Muslime und Musliminnen laut anfangen können, auch bei uns, dieses alles kritisch zu reflektieren. Und da müssen wir übrigens sehr darauf achten, wenn wir jetzt Islame an den Universitäten ausbilden und so weiter, dass sich diese Disziplin selbstverständlich zu stellen hat auch, den wissenschaftlichen Kriterien, die auch für alle anderen Fächer an einer Universität gelten. Ja? Dass wenn die Frage mal gestellt wird, wie es ja schon geschehen ist mit der Folge, dass der entlassen worden ist, da in Münster, der Islamwissenschaftler, ja, oder gehen musste, oder dass es Riesenärger gab, ist denn nicht vielleicht der Koran auch eine Erzählung und so weiter und nicht keine Gesetzestafel, ja, so wie wir Christen das ja auch irgendwann uns mal gefragt haben, dass man diese Frage stellen darf, ohne exkommuniziert zu werden oder gar bedroht zu werden. Also auch hier muss eine wissenschaftliche Analyse und eine Kritik möglich sein und dazu haben wir beizutragen, auch an den Universitäten. Übrigens, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir nachher kurz Ihren Namen geben würden oder zu Emma schreiben würden. Ja, danke. Gut, vielen Dank. Jetzt gehen wir wieder in die Mitte hier rechts. Die junge Dame mit dem roten Kopftuch. Ich habe sie hier vorne auch gesehen. Ich komme gleich hier runter. Okay. Nicht nur rot. Funktioniert das überhaupt? Hört ihr mich? Ja, ja. Hallo. Ja. Ja. Nicht nur rot. Ich bitte darum, das komplette Paket zu sehen. Ne? Mein politisches Bekenntnis zu Deutschland. Entschuldigung, wir verstehen Sie schlecht. Können Sie das Mikro vor dem Mund halten? Vor ja. dem Mund, so. Okay. Das kriege ich, glaube ich, gerade noch hin. Eine Frage von Feministin zu Feministin. An welcher Stelle der feministischen Bewegung sind Sie stehen geblieben und haben nicht mitbekommen, dass es allein in Deutschland eine neue muslimische feministische Bewegung gibt? Und ich kann Ihnen aufzählen, das ZIF, Zentrum islamischer Frauenforschung und Förderung, wo Frauen den Koran aus feministischer hermeneutischer Perspektive interpretieren, die Bildungs- und Begegnungsstätte muslimischer Frauen in Köln, das Aktionsbündnis muslimischer Frauen, die islamische Frauenzeitschrift Huda, die multikulturelle Frauenzeitschrift Gazelle, die übrigens erst vor kurzem einen interessanten Bericht über die islamische Feminismus Entwicklung in Deutschland berichtet hat. Ich würde Ihnen gerne eine Ausgabe gleich auch aushändigen. Warum bekommen diese Frauen in ihrem Buch Die große Verschwörung, die große Verschleierung und in der Emma kein Sprachrohr?
Warum erhalten diese Frauen keine Stimme durch sie? Sie setzen sich für Frauen ein. Warum erhalten dann nicht auch muslimische Frauen, die sich genauso wie sie für Frauenrechte einsetzen, sich genauso dagegen wehren, dass im Namen ihrer Religion Frauen unterdrückt werden, sich aber genauso gut auch auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, die freiwillig einen Kopftuch tragen, sich genau auch dafür einsetzen? Warum erhalten diese Frauen keine Stimme von ihnen? Das würde ich gerne wissen, weil sie behaupten ja strikt, dass sie zwischen Islam und Islamismus trennen. Und dann wäre es einfach ein Vorschlag von mir, wenn sie diesen Frauen auch eine Stimme geben, dann wäre diese ganze Debatte viel umfangreicher und ihre Glaubwürdigkeit wäre viel größer. Ja, 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 das hört sich gut an. Wir können uns gerne später noch unterhalten. Ja, gerne. Also zwei Sachen möchte ich Ihnen antworten. Zum einen zum Stehen, das Stehenbleiben, das kann ich mir zum einen als lebendiger, denkender Mensch nicht erlauben, aber schon gar nicht als Journalistin. Also wir werden sehen, dass sich diese Debatte, die Sie jetzt sehr zu Recht ansprechen, weil Sie sie ja mitvertreten, also der Kampf um Gleichberechtigung innerhalb des Islam oder sogar auch innerhalb eines orthodoxen Islam, würde ich mal sagen, ja, dass sich die durchaus auch in Emma spiegelt, und Sie haben ganz recht. Lassen Sie uns doch mal eine Diskussion zusammen machen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ich mit verschleierten Musliminnen rede, und ich bin es sehr gewohnt, darf ich Ihnen sagen, dass die mir mit Offenheit und Neugierde begegnen und ich ihnen mit demselben Gefühl, sobald ich den Eindruck habe, dass es keine Funktionärinnen sind, ja, die einfach einen scheinbaren Dialog nur benutzen wollen, um zu agitieren, sobald man sich wirklich begegnet. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass Sie in der aktuellen Emma, die liegt draußen, können Sie mal aufschlagen, müssen Sie gar nicht kaufen, können Sie auch, da werden Sie sehen, ist auf der letzten Seite oder auf einer der letzten Seiten, über eine ganze Seite, der Brief einer jungen Muslimin an mich, die Kopftuch trägt, die hat mir vor ein paar Wochen geschrieben. Und ich habe diesen Brief sofort angesehen, dass er ehrlich war, und habe ihr geschrieben und habe gesagt, ich finde den Brief toll, vertritt Positionen wie Sie, dürfen wir den veröffentlichen? Und natürlich haben wir den veröffentlicht. In dem Moment, wo es nicht um ideologische Agitation geht, und dafür ist meine Generation sehr geschärft und strapaziert, wissen Sie. Wir kennen das seit Ende der 60er unter dem Namen verschiedener endgültiger Wahrheiten. Ja, da weiß ich schon, ratata, ratata. In dem Moment, wo wir uns wirklich begegnen und miteinander reden, bin ich immer dabei. Ja. Und selbstverständlich, lassen Sie mich das bei der Gelegenheit klarstellen, gar noch bei einem so eleganten Kopftuch, lassen Sie mich das bei der Gelegenheit klarstellen, würde ich mich niemals erheischen, einer Frau das Kopftuch verbieten zu wollen oder mir ein Urteil über sie zu erlauben, weil sie das Kopftuch trägt. Das subjektive, ich habe es eben erwähnt, Motiv von Mädchen und Frauen, sagen wir mal von Erwachsenen, ich finde Kinder sollten kopftuchfrei bleiben, ja, von Frauen ein Kopftuch zu tragen, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann Ausdruck einer Suche nach der Identität sein. Wer bin ich eigentlich? Ich bin hier Geborene, was weiß ich, Libyerin oder Türkin und bin doch irgendwie ein bisschen fremd hier. Wer bin ich? Es kann Ausdruck sein einer familiären Tradition. Es kann Ausdruck sein, lassen Sie mich nochmal aufzählen, verschiedener zu einer Überzeugung, zu der ich gekommen bin oder so. So, es kann eine Reaktion sein auf die hart pornografisierte westliche Welt. Wissen Sie, wie ich 19, und das, da brauchen Sie alle Schwarzer nichts zu erzählen, wie ich 1979 in Teheran war, war eine der ergreifendsten Stunden, die ich da verbracht habe, hatte mich eine der jungen Iranerin eingeladen, noch zu ihr nachmittags nach Hause zu kommen, ja. Und die hatte in Deutschland studiert und sprach fließend Deutsch und kannte mich auch. Und ich war dann bei ihr und haben wir uns lange unterhalten, und da hat sie gesagt, Alice, und sie war wie viele, die sich übrigens später natürlich das Regime kritisch gesehen haben, wie sollte man es anders sehen, sie wie viele Frauen, verschleiert und nicht verschleiert, hat auch die Feministinnen damals,
hatte sie sehr viele Hoffnungen auf die islamische Revolution und glaubte wirklich an eine Befreiung ihres Landes und an eine neue Zukunft. Davon waren die alle überzeugt, sogar die Feministinnen, die uns ins Land gerufen hatten, weil sie aus dem Beruf nach Hause geschickt worden waren, netterweise am 8. März, zieht euch erstmal anständig an, das hieß, bindet euch erstmal ein Kopftuch um und so weiter. Die hatten uns gerufen, aber auch die sagten, wir hoffen das und so weiter. Und diese junge Iranerin an dem Nachmittag guckte mich dann irgendwann laut das Gespräch an und sagte so, wahnsinnig offen und nett, aber alles, wer soll uns denn verstehen, wenn du nicht uns verstehst? Wir bekämpfen doch dieselbe Entwicklung. Und da habe ich ihr gesagt, ja, ich weiß, was du meinst, aber für mich ist die Antwort auf die Entblößung nicht die Verhüllung. So, und dazwischen gibt es noch sehr viel Raum und den werden wir zusammen suchen. Also wenn Sie wollen und Sie und Ihre Freundin, ich sehe ja, da sind mehrere, dann wir nehmen nach, oder weiß nicht, oder alle sitzen zufällig in der Ecke. Das ist der Schwarzer Fanclub hier. Nehmen wir nachher noch Kontakt auf und Sie kommen mal bei Emma vorbei. Gut, also ich denke, dass die hermeneutisch orientierte Feminismus mit muslimischem Hintergrund, der Feministen der dritten Generation, würde ich sie jetzt mal nennen, dass wir den jetzt angestoßen haben, diese Diskussion, finde ich gut. Wir müssen noch ein bisschen rumgehen mit den Meldungen. Hier vorne hatten wir schon sehr lange eine Meldung. Wenn Sie das Mikrofon bitte hier vorne hingeben würden. In die zweite Reihe hier vorne. Ich weiß, Sie werden nicht alle drankommen. Das werden wir nicht hinkriegen. Ich bin froh, dass ich noch dran... Es ist aber wirklich nicht mehr gut in der Technik. Hören Sie mich? Sprechen Sie laut rein. Direkt. Halten Sie es jetzt dichter an den Mund. Ja. Ich bin froh, dass ich noch drankomme, weil ich will noch mal eine Frage aufwerfen, die ja in der Einführung von Herrn Rektor Radke schon angesprochen wurde, nämlich die Frage nach der Konfliktfreude. Er hat sie ja so richtig dafür gerühmt, dass sie in Konflikte reingehen. Und ich denke auch, das ist natürlich eine Qualität, die wir in der Demokratie auch brauchen. Und als Frau kann ich Ihnen nur sehr dankbar sein, wie Sie über Jahrzehnte hinweg immer wieder Konflikte angestoßen haben und eben auch sozusagen schonungslos auf Missstände hinzugegangen sind. Das Problem, was jetzt vielleicht entsteht, was ich gerne ansprechen möchte, und ich glaube, das hat auch Herr Delice vorhin gemeint, ist diese Strategie sozusagen des schonungslosen Anprangerns, die ja sehr, sehr gut ist, wenn man sozusagen Sprecherin einer Emanzipationsbewegung ist, ist diese Strategie, Konflikte auszutragen, auch dann noch zielführend, wenn man zu einer Gruppe gehört, die ja recht viel Rückhalt hat. Sie haben zwar angesprochen, dass Sie sich diffamiert fühlen, aber Sie sind ja jetzt immerhin Mercator-Professorin, eine große Ehre. Sie sprechen vor einem großen Publikum und Sie bedienen jetzt in der Auseinandersetzung mit Islamismus ja nicht unbedingt Positionen, die besonders das marginal wären. Und doch, die waren über 25 Jahre hart marginal. Und hart. Ich war über 25 Jahre fast alleine damit. Und da entsteht für mich die Frage, wie man solche Konflikte gut austragen kann. Und Sie haben jetzt sozusagen an Gegenpositionen eigentlich zwei genannt. Einmal die der Pastorin, die Sie nicht weniger als fünfmal genannt haben und die Sie sozusagen als unterschiedslose Fremdenlieberin charakterisiert haben. Ja? Und zum anderen haben Sie angedeutet, dass die Studierenden, die Sie unter großem Aufwand kritisiert haben, möglicherweise islamistisch unterwandert wären. Und eine Position, die nicht vorgekommen ist und für die ich gerne noch mal sprechen würde, weil ich versuche, sie selbst einzunehmen, ist eine Position, die sich durchaus mit Ihnen verbünden kann, in Ihrem Appell, am rechten Rand wachsam zu sein. Am rechten Rand in Deutschland, aber eben auch am rechten Rand unter islamistischen Fundamentalisten. Da prangern Sie ja zu Recht an, dass es da oft zu wenig Wachsamkeit gibt. Es ist aber natürlich auch so, dass man sich immer auch ein Stückchen fragt, wie viel Aufmerksamkeit will man diesen Minderheiten auch zuspielen. Also ich weiß, dass in den östlichen Bundesländern im Umgang mit der MPD häufig auch mal gesagt wird, gucken wir mal, ob es sich überhaupt lohnt. Ja? Also diese Balance einerseits zu finden und andererseits eine Geschichte, die dann, wenn es um Wertkonflikte geht, versucht abzuwägen. Und gerade jetzt bei der Kopftuchdebatte hat unser Verfassungsgericht genau das getan, was übrigens auch ich als Sozialwissenschaftlerin sehr gut heiße. Es hat nämlich nicht gesagt, es gibt eine subjektive Bedeutung von Kopftüchern, es gibt Ihre Frage, eine objektive Bedeutung. Die Ihre, kommt noch. Ich weiß, wir sind akademisch und Co-Referate sind wichtig, aber bitte kommen Sie doch. Sonst ja, es gibt eine subjektive und eine objektive Bedeutung, sondern das Verfassungsgericht hat gesagt, solche Symbole sind umkämpft. In ihrer Bedeutung.
Und hat da verschiedene Lösungen dafür geboten. Und das ist was, was ich jetzt einfach bei Ihnen nicht so sehe. Sie sagen einerseits, Sie unterscheiden zwischen Religion und Islamismus und andererseits sprechen Sie immer von Muslimen. Ja, und viele haben gar nicht verstanden, dass Sie da einen Unterschied machen. Es gab ja die erste Frage dazu, ja. Und da möchte ich Sie... Ja, möchte ich Sie doch noch mal fragen, ja, wie Sie erreichen können, dass wenn Sie über den militanten Islamismus sprechen, dass nicht auch zu viel von dem Ärger, der da berechtigterweise entsteht und von der Sorge, die da berechtigterweise entsteht, auch überschwappt auf andere Leute, die muslimischen Glaubens sind oder ausländischer Herkunft. Bitte, danke, ne? Ehrlich gesagt, ich finde die Frage, die Sie da stellen, sehr berechtigt. Ja, redet man nicht dem Falschen, gibt man nicht dem Falschen Recht und so weiter. Ich kann Sie beruhigen, ich habe noch nie von dem Falschen Beifall gekriegt. Das ist ganz einfach. Und wenn ich in einem modernen, sagen wir mal aufgeschlossenen, muslimischen Viertel bin, sagen wir mal am Eigelstein in Köln, dann winken mir die Männer von der anderen Seite zu und machen so. Ja? Weil die sich sagen, die macht wenigstens die Klappe auf. Und ich denke, dass selbst, so war ich es bisher bei Diskussionen gewohnt, wenn es sich nicht um Funktionärinnen aus Verbänden handelt, dass auch Frauen, die Kopftücher tragen, sehr genau wissen, dass sie mit mir selbstverständlich jederzeit in ein faires Gespräch gehen können und dass ich weit davon entfernt bin, wie gesagt, sie be- oder sogar zu verurteilen. Trotzdem erlaube ich mir, sie darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Kopftuch eine Sprache spricht. Aber Sie erwähnten Frau Plons und hatten den Eindruck, dass ich sie ein bisschen erbarmungslos öffentlich kritisiere. Ich muss sagen, jemand, der eine Pressekonferenz gibt und mir Dinge unterstellt, die einfach konträr zu dem sind, was ich geschrieben und gesagt habe, und mir dann noch unterstellt, ich würde eine Sache machen mit den Rechtspopulisten und dies in einem öffentlichen Brief, offener Brief an alle Schwarzer, zwei Seiten. Also da sei mir doch gestattet, hier zu antworten. Und ich möchte jetzt Frau Plons mal bitten, das Wort zu ergreifen. Frage, Frau Plons, sind Sie im Saal? Sie haben eine Pressekonferenz gegen mich gemacht. Sie haben einen zweiseitigen Brief veröffentlicht, wo Sie die schwersten, ich möchte jetzt kein anderes Thema, schwersten Vorwürfe erhoben haben. Sind Sie im Saal? Wenn Sie nicht im Saal sind, kann ich Ihnen nur sagen, also das ist ein Stil und er sagt auch was aus. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Wir kommen zu den letzten drei Fragen. Nicht? Dann da hinten steht ein Herr, ist er nicht der gleiche, der sich vorhin schon mal gemeldet hat? Nicht? Nein. Ist gut. Danke, bitte. Ich möchte mich kurz vorstellen, vielleicht interessant für Frau Schwarzer, weil sie letztens bei Marschberger nach mir gefragt hat. Ich bin der ehemalige Pressesprecher der Moschee in Duisburg-Marxloh. Lass ich mich noch auf uns persönlich kennenlernen, gratuliere nochmal. Sie sind der heutige Pressesprecher. Nein, der ehemalige. Der ehemalige. Der ehemalige. Kann nur Sie unterstützen, Ihre Aussage und Ihre kontroversen Diskussion, weil das ist eigentlich die Plattform, was eigentlich die Basis möchte. Und kann nur appellieren, auch an die Zuhörer hier, wirklich Foren zu schaffen, weil die offiziellen Vertreter nicht das wiedergeben, was die Basis möchte. Und ich kann nur appellieren, wirklich zwischen muslimischen Mitbürgern und Islamisten zu unterscheiden. Das stört sehr viele Gutmenschen an der Basis und es muss noch mehr solche Foren geben, wo Sie, Frau Schwarzer, oder andere Menschen das in die Öffentlichkeit transportieren und nicht das Offizielle, was nicht der Basis wiedergibt, dass dementsprechend in der Mehrheit das aufgenommen wird, weil das habe ich mit meinen Freunden an der Basis 5 Jahre lang vermittelt, mit Offenheit, mit kontroversen Diskussionen. Und das ist der Weg eigentlich, den Sie eingeschlagen haben und würde noch mal wissen, wie Sie das sehen, wie man diese Thematik weiter in der Breite an die Öffentlichkeit bringt, wie man mehr Foren schaffen kann, um wirklich die Basis, wie vorhin auch von den Studentinnen gehört, so viele Frauen und junge Mädchen, die sich eigentlich wirklich nicht in den offiziellen Vertretern wiederfinden. Da müssen wir einen Weg finden und da hätte ich gerne von Ihnen gewusst, wie man das am besten in der Breite. Ich weiß,
dass Angst auf beiden Seiten es gibt, weil das habe ich 5 Jahre lang versucht zu vermitteln, dass es eben nicht notwendig ist. Aber wir brauchen Mut, gemeinsam für unser Land Deutschland, für unsere Gesellschaft hier, gemeinsam stark aufzutreten. Das halte ich für eine wichtige Aufgabe. Da bitte ich jeden hier, sich nicht aus der Verantwortung zu ziehen. Danke. Ja, ich danke Ihnen für dieses offene Wort. Und ich denke, die einzige Lösung kann sein, dass wir mit aller Kraft zu Räumen beitragen, wo wir so offen reden können und uns nicht einschüchtern lassen, uns keine Angst machen lassen. Ich kriege übrigens sehr oft Briefe, Frau Schwarzer, ich bin ganz Ihrer Meinung, nehmen Sie sich aber in Acht und ich habe Angst um Sie. Nein, Entschuldigung, warum soll ich Angst haben? Ich liebe und respektiere Menschen, die anständige Menschen sind, warum soll ich Angst haben? Ich setze mich für etwas ein, was nicht mein ureigenstes Problem ist. Ich engagiere mich und das tun Sie auch. Und das war fast ein Schlusswort, aber erlauben Sie mir eins. Ein ungeheurer Zufall macht, dass heute Jamila Siddiqui, die ich am Anfang meines Textes erwähnte, hier ist, weil sie zu Besuch ist. Jamila Siddiqui ist Journalistin bei der algerischen Presseagentur und war, wie ich eben erwähnte, Anfang der 90er für 5 Jahre in Köln im Exil, wo sie sehr gut Deutsch gelernt hat, weil sie in allerhöchster Lebensgefahr war. Lassen Sie mich ein paar Worte zu Algerien sagen und ich möchte dann einfach, wenn es allen recht ist, das ist ein Zufall, der mich selber berührt, Jamila kurz hierher bitten und vielleicht ein paar Worte zu Ihnen sagen, was sie sich speziell auch von uns in diesem Lande erhofft. Denn wir alle, Christen oder Nicht-Christen, Weiße oder Schwarze, Gelbe oder Grüne, mit oder ohne Kopftuch, haben in diesem Land sehr viel... Jamila, nein, Rest bleiben Sie bitte, wir stellen uns zusammen hin. Wir alle haben in diesem Land unendlich viel mehr Freiheiten als in dem Land von Jamila Siddiqui. Sie wissen, Algerien war lange Kolonie. Nach langen Kämpfen konnte sie sich vom französischen Kolonialherren befreien, ist natürlich auch geprägt von der französischen Kultur. Die Schäden einer langen Kolonialherrschaft sind tief. Wir haben inzwischen ja auch hierzulande eine Forschung, die uns darüber einiges sagen kann. Und darauf aufgesattelt hat der islamische Fundamentalismus, haben die Agitateure, die nicht aus Algerien kamen, sondern die von Iran und Afghanistan geschickt waren und die dieses Land in den 90er Jahren, damals noch unter der Herrschaft einer sozialistischen Militärdiktatur, dieses Land in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt haben, in dem über 100.000 Menschen gestorben sind. Die sogenannten islamischen Revolutionäre fanden es selbstverständlich, dass sie das Recht haben, junge Mädchen zu entführen, in den Wäldern, wo sie untergetaucht waren, so lange zu vergewaltigen, bis sie schwanger sind und dann zu ermorden und so weiter, nur immer in einen kleinen Aspekt zu zeigen. Und die freie Presse war natürlich, egal ob man Frau oder Mann ist, in höchster Gefahr. Sie haben das sicherlich trotz der beschämenden Nichtinformationen in Europa und auch in Deutschland über Algerien mitbekommen, in welcher hohen Gefahr in diesen 90er Jahren die Journalisten waren. Für Jamila Siddiqui war es so, dass sie auch psychisch am Ende war und es hätte sie sicherlich ihr Leben gekostet, wenn wir uns nicht ein paar Jahre vorher getroffen hätten und ich nicht hätte sagen können, komm, ich helfe dir, du kannst hier ins Exil kommen, du kannst hier arbeiten. Und ich würde Jamila, die alles versteht und auch Deutsch spricht, einfach bitten, uns vielleicht ein paar Sätze zu sagen, Jamila, was du von einem doch relativ freien Land wie Deutschland und uns, Christen, Ungläubigen, Muslimen, was du von uns erhoffst dafür, dass die Gefahr des islamistischen Terror nicht noch mehr steigt in der Welt und in deinem Land. Je voudrais, Alice, si tu permets, juste apporter une petite précision et dire que je suis ici vraiment par hasard. J'étais en Algérie il y a 3 jours, donc je suis venue en visite et je dois repartir le jeudi en France. Et donc vraiment, en plus, même assister à cette conférence est un pur hasard. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant de venir discuter un peu sur l'islamisme.
Jamila, alors je te traduis, si tu parles. Pardon. Sie spricht nun doch Französisch, weil sie lange wieder zurück ist in Algerien, einige Jahre. Jamila, sie hat gelegt Wert darauf, nochmal zu sagen, es ist ein völliger Zufall, sie ist hier zu Besuch und hat erfahren und ist jetzt hier. Also es ist keine Absicht, keine Inszenierung, ein totaler Zufall. Et quand je participe à ce genre de discussion où je découvre qu'en Allemagne ou en France, les islamistes sont arrivés à vous amener à ce genre de discussion, à savoir à traiter les gens de racistes parce qu'ils sont en train de se battre contre l'islamisme, parce que moi je suis de celles qui croient que l'islamisme est très dangereux, aussi bien pour les musulmans que pour les chrétiens, que pour le monde entier. Et ceux qui ont... Ich bin davon überzeugt, dass der Islamismus, sie selbst ist Muslimin, und ich habe Ihnen eben das Spektrum der Familie aufgezeigt. Die Mutter trug übrigens ein Kopftuch, die sehr, sehr geliebte, hochgeachtete Mutter, aber eben nicht das Islamistische, das ganz die Haare verdeckt, sondern das Traditionelle. Also sie selber hält die Islamisten für eine extrem hohe Gefahr, und zwar nicht nur für ihr Land und für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Und sie wundert sich, wenn sie hier wieder in Deutschland ist. Jamila, tu me corriges quand je fais une faute, parce que tu comprends tout. Sie wundert sich, wenn sie hier in Deutschland ist, zu sehen, in welche falsche Diskussionen offensichtlich die islamistischen Kräfte uns immer wieder stoßen. Und dass sie eigentlich doch endlich erwartet, dass wir klarer dagegen Position beziehen. Non, franchement, moi, si j'étais allemande ou française, je serais dans les premiers rangs pour me battre contre l'islamisme. Parce que non seulement ils veulent s'imposer, et en plus, ils veulent absolument changer la société. Et donc, ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est l'islamisme, je vais vraiment juste vous donner un petit exemple. L'Algérie... Moment, je ne suis pas professionnelle. Also, auch wenn ich Deutsche wäre, würde ich im Kampf gegen den Islamismus an allererster Stelle stehen. Und ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben, warum. En Algérie, ceux qui ne le savent pas, nous sommes 30 millions de personnes et 30 millions de musulmans. En Algérie, il n'y a pas de chrétiens du tout. Hein. In Algérie sind 30 Millionen Menschen und diese 30 Millionen Menschen sind 30 Millionen musulmane. Et ceux qui font, encore la confusion entre l'islam et l'islam politique ou l'islamisme, moi je vais leur dire simplement que depuis 1990, l'Algérie a payé le prix très très fort parce qu'on s'est battu contre l'islamisme, parce qu'il y a eu des élections, les islamistes allaient gagner, les militaires sont intervenus, ils les ont empêchés de prendre le pouvoir. Et nous ne le regrettons pas, même si l'Algérie a perdu aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai lu la semaine dernière quand j'étais à Alger, il y a eu 120 000 victimes, 120 000 morts, je continue, 120 000 orphelins, 120 000 orphelins et 120 000 veuves, les statistiques officielles de la semaine dernière. Für alle, die sich noch fragen nach dem Unterschied zwischen Muslimen und Islamisten, sage ich Ihnen einfach, mein Land mit den 30 Millionen Menschen, gleich 30 Millionen Muslime, hat sich gegen die Islamisten mit aller Kraft gewehrt und einen tödlichen Preis bezahlt. Die neueste Zahl ist, dass wir in den 90er Jahren 120.000 Tote hatten, was eben auch bedeutet 120.000 Witwen, mehr als 120.000 Waise, 120.000 Familien und Nachbarschaften, die elementar getroffen sind. Donc ça, c'est juste pour dire que l'islamisme est dangereux pour tout le monde, et à commencer par les musulmans. Et donc, eux, ils veulent profiter. Ils ont une nouvelle stratégie actuellement en Europe. C'est de culpabiliser, de jouer sur les droits de l'homme, de jouer sur le droit à la différence. Et toute personne qui est contre l'islamisme aujourd'hui est qualifiée de raciste, comme c'est le cas aujourd'hui pour Alice. Moi, je me souviens quand je suis venue en Allemagne dans les années 90 parce que je ne voulais pas mourir, tout simplement. Parce que je ne pouvais plus continuer à vivre en Algérie. Quand je suis arrivée ici en Allemagne, j'étais venue plutôt chez Alice pour me reposer, reprendre un peu de force et tout ça. Et j'ai eu l'occasion d'être invitée donc, dans des rencontres comme celle-là pour témoigner. Et moi, je ne suis ni une militante, ni une partisane, je ne suis dans aucun parti politique. Je suis seulement une femme journaliste qui vit seule et qui veut vivre comme ça, comme je suis aujourd'hui, pas voilée, moderne. Et donc, pour cette raison seulement, j'étais menacée de mort, et donc j'ai dû quitter, je suis arrivée en Allemagne. Et j'étais très surprise, parce qu'en arrivant en Allemagne, je croyais naïvement que tout le monde allait être de mon côté.
Et je me suis retrouvée dans des forums comme celui-là, où moi j'étais obligée de me justifier pourquoi j'avais quitté l'Algérie, et les pauvres islamistes qui ont gagné les élections, on les a empêchés. Als ich nach Deutschland gekommen bin, ganz einfach, um zu überleben. Ich bin in keiner politischen Partei, ich bin keine Militante, ich bin ganz einfach Journalistin und Frau. Und als ich hergekommen bin, war ich davon überzeugt, dass natürlich alle in diesem Land auf meiner Seite sein würden. Und als ich dann das erste Mal in einer Versammlung ähnlich wie dieser war, war ich ganz fassungslos, dass ich mich dafür rechtfertigen musste, dass ich so leben wollte und warum ich denn mein Land verlassen hätte und warum ich nicht auf der Seite der Islamisten wäre. Sie hat auch noch erwähnt, dass die Islamisten, das war ja der Auslöser für den Bürgerkrieg in Algerien, der über 10 Jahre ging, Les Années Noires, die schwarzen Jahre, wie dieses immer noch tief traumatisierte Volk heute sagt, dass der Bürgerkrieg ausgelöst worden war von dem Verbot des FIS, der bei einer, also die FIS, die Frère Islamiste Druck, also die als Partei organisierten Islamisten, hatten bei einer Wahl einen sehr hohen Prozentsatz, einen bedrohlich bei einer freien Wahl bedrohlich hohen Prozentsatz. Combien de pourcents encore les fils là pour les élections, tu le sais encore? Il avait gagné à 60% environ. Ah, also. À l'époque, oui. 60%. Mais bon, daraufhin, weil die natürlich riesen Propaganda gemacht hatten, daraufhin ist die Militärregierung, die sozialistische Militärregierung, interveniert und hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Man hat hier dann in Deutschland sehr viel geklagt, vor allem auch die Linke. Ich erinnere mich auch, Cohn-Bendit und so, gibt es viele Reden, wie undemokratisch und unerhört und dass man diese Wahl nicht anerkannt hat, wo doch der FIS die Mehrheit hatte. Die eben schon zitierte Khalida Messaoudi hat mal bei einem Besuch in Deutschland, als ich sie eingeladen hat, ganz ruhig gesagt, das wäre gut gewesen, wenn man das damals auch in Deutschland gemacht hätte, als die Nazis die Mehrheit hatten. Es gibt einfach historische Situationen, da muss man mit undemokratischen Mitteln die Tyrannei verhindern. Ja, inzwischen haben die Algerier das wahre Gesicht der Islamisten kennengelernt und die Stimmung ist umgeschlagen, aber wir werden gleich Schluss machen, denn wir können hier jetzt nicht noch ein Fass über ganz Algerien aufmachen. Die Stimmung ist umgeschlagen, die Mehrheit ist gegen die Islamisten, aber dieses traumatisierte Volk hat sich doch jetzt in eine überraschend neue Renaissance der Religiosität geflüchtet. Auch das ist wieder ein Kapitel und man wird sehen, wie die Islamisten davon profitieren. Aber gut, immerhin haben wir es hier in Deutschland geschafft, Jamila Siddiqui zu überleben, zu verhelfen. Und jetzt hat Algerien eine mutige Journalistin zurück, die Tag für Tag unerschrocken ihre Arbeit macht. Die Stadt Tipaza, wo sie lebt, eine wahnsinnig schöne Stadt am Meer, wo schon die Römer waren, ganz in der Nähe von Algier, in der kostet es inzwischen Mut, unverschleiert zu gehen. Und das Bedrückende für eine Frau wie Jamila Siddiqui ist, dass das noch nicht mal bedarf jetzt des äußeren Terrors und des Zwangs, sondern dass es verinnerlicht ist. Also dass es eine Folge der Kolonialzeit, des islamistischen Terrors ist, dass es eine Flucht in die Religion gibt. Das ist ein neues Thema. Das Ganze hat viele Gesichter. Aber die Toleranz, nach der ich von Ihnen eben gefragt worden bin, sitzt hier vor Ihnen. Jamila Siddiqui hat Algerien verlassen, zusammen mit ihrer ältesten Schwester. Die ist verschleiert. So wie ihre Tochter verschleiert war, die lebt in Frankreich, die ist jetzt nicht mehr verschleiert. Das kann sich ja auch ändern, ja. Und das alles ist in einer Familie und die halten es gut miteinander aus. Aber die halten es für selbstverständlich, dass die Menschenrechte akzeptiert werden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank.
Für alle, die es interessiert, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr aufmerksames und offenes Zuhören. Und ich glaube fast, das gilt für alle und wir sehen uns wieder. Und für alle, die es interessiert, ich bin jetzt noch am Emma-Stand und es gibt auch das viel zitierte Buch. Und es sind auch einige Kolleginnen von Emma mitgekommen. Ich will Ihnen sagen, warum. Weil wir sind die Zeitschrift, die seit 1979 unerschrocken und unerschüttert über die Gefahr des religiösen Feminismus, des fundamentalistischen Religiosität berichtet und nicht nur darüber. Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen, lieber Herr Professor Radke, dass Sie mir dieses wunderbare Forum gewährt haben. Danke. Gut. Ich weiß, es ist gar nicht so leicht, hier wieder die Macht des Mikrofons zurückzubekommen bei dieser Frauenpower oder Force de Femme. Und ich danke für diese klaren Worte. Ich freue mich, dass die Diskussion hier auch in unseren Räumen der Universität stattgefunden hat. Ich weiß, dass es medial einfach ist, sich an seinen Vorurteilen oder Meinungen auch abzuarbeiten, dass man das im direkten Diskurs macht. Dazu sind wir da und ich denke, das war ein lebendiger. Ich danke allen, die sich beteiligt haben und draußen haben Sie weitere Zeit, sich darüber zu unterhalten. Vielen Dank für Ihr Kommen.